Ja, warte mal, ich muss ein Item herstellen, hieß es auch gerade, ne? Warum liegen hier noch Items drin, als ob ich hier nicht war? Georox. Ich Georox. Ja, habe ich. Okay. Was bist du denn? Ach, jetzt ist ein Elevoltik hier. Jetzt, wo ich meins hab. Braucht jemand einen Elevoltik mit Normal-Terror? Das ist ja frech jetzt. Ihr braucht es nicht mehr. Hallo, bis an dir. Was war denn das für ein 6-Sterne-Raid? Polygon Z Feuer-Terror. Was wollt ihr denn alle von mir? Klar, okay. Nini möchte mit. Noch jemand mit? Ich möchte das Polygon halt vor allem für den Dex-Eintrag. Warte mal, wenn ich hier... Ich dachte ganz kurz, du bist ein Punito. Und es ist kein Item oben. Hm. Den Berg gegenüber. Könnte mitmachen. Mach mal das Elevoltik schnell. Lass mich noch schnell ein bisschen looten. Kein richtiger Loot? Hm. Hm. Ein bisschen enttäuschend. Da oben drauf auch nichts? Aha! Hier! Body Press, Body Press. Was war das denn nochmal für eine Attacke? Also, warum will ein Pokémon, den du von hinten den Ball auf es wirfst? Hä? Wie habe ich denn das gemacht? Nee, das soll ich jetzt machen. Oh Gott, von hinten den Ball. Zählt das? Da steht erledigt dran. Dave Morlord, psychisch oder physisch? Morlord ist physisch. Kann er einfach gehen, oder? Bestes Jahr erfüllt damit. I guess. Besiege. Oh nee, jetzt muss ich wieder 10 per Autokampf machen. Und das noch schnell. Ja, Akani, mach du einfach. Los, töte alles, was du siehst. Hallo. Dann funktioniert das nicht so gut. So. Mach alles weg. Die kleinen Sterns könnten problematisch werden, maybe. Machst du jetzt mal bitte weiter? Warum? Weiter, weiter, töten. Los, Killing Spree, go. Mach alles kaputt. Keine Rücksicht. Wir machen das für die Quest. Sogar fliegende kleinen Sterne kannst du töten. Sehr gut. Ah, diese Quests, ey. Und da hast du auch nur was 10, 20 Punkte dafür kriegt. Das ist wirklich frech wenig. Hä? Boah, dir! Ja, mein Akani ist ein bisschen dumm. Kann das sein? Ring, ring. Wieso werde ich jetzt angerufen? Hallo, Dave. Direktor Keanu am Apparat. Ich muss sagen, bei der Mission hast du dich wirklich gut geschlagen. Hut ab. Bislang hast du ja ausschließlich eine einfache Mission versucht. Aber es wird Zeit, dass ich auch die normalen Missionen für dich freischalte. Gib weiterhin dein Bestes, hörst du? Auf Wiederhören. Ach, guck an. Aha. So, das haben wir. Dann kommen wir jetzt mal mit. Was haben wir denn jetzt? Wo sehe ich denn jetzt... Ja, stelle eine TM her, fange ein Pokémon. Oh ja, dann fange ich halt dieses Kleinstein jetzt. Fange ein Pokémon. Ich habe gestern shit ton of Viechern gefangen. Was soll denn das? Und jetzt kriege ich fange ein Pokémon Quest. Das ist wirklich frech. Ey, wie viele haben wir gestern gefangen? Bestimmt 50 Viecher. Kleinstein sieht auch irgendwie pelzig aus. Kann ich dich direkt freilassen? Ich will dich ja gar nicht. Ja, wir kennen dich schon. Nee, schade. Ich würde einfach wirklich direkt gern sagen. Zack, freilassen. So. Wo war denn der Raid jetzt? War der hier? Da. Das war der, ne? Steinknochen. Ja, mal gucken.
Kämpfe gegen ein wildes Tetherkristall-Pokémon. Die Frage ist, ob das zählt hier. Na, warte, von hinten schnell einen Ball auf irgendwas werfen. Nee. Nee. Das zählt, oder? Gut. Ich hab dich erschreckt. Tschüss. Klingelstreich. Arcani, komm, wir gehen. Besiege 10 per Auto. Was braucht das so 100 Jahre, bis es da oben durchläuft? Anscheinend, ja. Nein, die 10 sind schon wieder die neue Quest. Oh mein Gott. So. Sorry. Oh, warum kriege ich denn nicht noch eine Ja-Nein-Frage? Kann ich da leaven? Will ich doch gar nicht. Oh Gott. Dieses Spiel. Für Leute, die halt einfach klick, 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 klick machen wie ich. Das ist halt furchtbar. Nee, ich möchte nicht. Gibt es hier eine Flieh-Option? Ja, ja, aber ach, das wollen wir einfach noch durchlesen. Flucht, ja, wunderbar. Tschüss. Gott sei Dank. Ah! Lach los, komm. Ihr seht zum Glück wirklich nicht, wie oft ich einfach hier jetzt gerade. Ich hocke wirklich dran. Klick, 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 schon die ganze Zeit. So, Mitspieler suchen, mit Passwort einladen. So. So. Schreibt euch in den Chat, dass ihr sehen könnt, damit ich jetzt nämlich gucken kann. Das war normal, ne? Habe ich irgendwas mit Kampf? Ja, Pamom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 
in Double-Kämpfen scheiße. Donnerstoß. Genau, ich kann 95. Nee, will ich nicht. Spider-Web? Nee. Was ist hier genau diese Dreifach-Achsel? Trifft das hier ein bis dreimal nacheinander. Die Härte nimmt von Treffer zu Treffer zu. Okay, also mindestens 60 nimmt aber zu. Also wahrscheinlich 20, 30, 40. Das wäre 90. Ein bis dreimal. Das heißt, nach einem Mal kann es vorbei sein. Oh, Lehmbrühe. Schöne Gen-3-Attacke. Was ist denn nett? Ja, Leitteile. Der Schuppenschuss. So 2 bis 5 Mal? Ja, ja. Doppelflügel hatten wir gestern schon. Poltergeist. Die Attacke schlägt fehl, wenn das Ziel kein Item trägt. Und wenn eine Grasrutsche. Was sind das für... Power Punch ist... Ach nein, das ist die. Aufladeattacken sind scheiße. Haben wir noch... Wir haben... Was sieht was herstellen? Die kann ich nicht. Weil mir ein Mordschapuder fehlt. Mein Gott. Weil ich stelle jetzt auch irgendwas her. Horsepower. Eisspeer. Vakuumwelle. Was sind das für Attacken? Superzahn. Superzahn ist gut. Käferbiss. Könnte Sherlocks lernen. Oh, Schwäche. Warte mal, ich kann da oben gucken. Oh, das ist gut. So, Käfer. Bug. Wir haben eine gute Käfer-Attacke hier. Special? Nee. Deutsche, da hast du ja. Wait, Blutsauger ist mittlerweile 80. Das war früher 20. Aber du kannst es nicht lernen. Schade. Anfallen und... Nee. Das heißt, Kreuzschere ist schon die beste. Naja. Kann irgendjemand von euch eine Geisterattacke lernen? Ja, du. Spukball, Dunkelklaue, nee. Ja, der Rest... Ja, Curse lernen wir sicher nicht. Damit. Irgendjemand einen Dragon Move? Kuppenschuss. Du hast Dragon Dance. Und Drachenpuls, genau. Das bringt alle nicht so viel. Was haben wir hier? Raub. Ach komm, wir stellen einfach mal Raub her. Mein Gott. Raub öfter zu haben ist praktisch. Weil irgendjemand hatte doch, Dingsbums. Nein, nicht das. Ja, wobei doch. Ja, mein Gott. Bubble nicht. Warte, ich kann Stuff abholen. Nein! Hier! Ich muss erst in den Wein gehen. Ein Safari-Ball. Wow! Da ist der Stromisierer. Den habe ich jetzt auch so gefunden, Spiel. Ich will dann ein Pokémon überrumpeln, ey. Ich fühle mich mit diesen Quatsch-Quests überrumpelt. Wirklich Quatsch hier. So. Ich habe nicht genug Geld für Morlord. Geld für Morlord? Geld für Morlord. Das ist die Frage, welchen machen wir denn zuerst? Jetzt haben wir ja zwei Quests. Also, was heißt zwei Quests? Zwei Raids. Das Normal, Elevoltec und das Polygon. Um die Werte zu pushen. Ach so. Dann warte mal, wenn sie und fertig ist, machen wir zuerst das Polygon. Das war doch irgendwo hier. Was war denn das jetzt? Oh Gott, ist das weit weg. Mein Gott, Karte. Stop it. Einfach nach Süden war es. Loot nehme ich trotzdem mit. Ich bin eine olle Loot-Hut. Ich kann mir auch nicht helfen. Halt, irgendwo hier, da. So. Das Feuer-Polygon-Set. Ich schreibe es euch wieder in den Chat, währenddessen kann ich selber suchen. So. Gut, dann, was haben wir jetzt gesagt? Ich nehme Azumel bei dem mit, ne? Genau, das lief. Passt. So, alle ready? Ja, wunderbar. Let's go! Diesmal kriegen wir's. Spezielle Attacke vom Palk hier.
Falsche Signature. Mhm. Ach, Spatial Rent ist das, oder? Im Englischen. Ich kenne doch die deutschen Namen nicht. Ich sollte irgendwann eigentlich anfangen, Pokémon auf Englisch zu spielen. Ich glaube, es wäre mittlerweile besser für mich. So. Setzt unter Druck. Energiekapsel, ja, ja. Erstmal ein halber Roman, bis wir überhaupt anfangen können. Ich mache immer noch keinen Schaden an dem Vieh. Das gibt's doch nicht. Warum mache ich immer noch keinen Schaden an dem Vieh? Ich benutze jetzt schon fucking Legendary. Oh, ich verstehe das alles nicht. Ich, ja, Hydro-Pumpe. Okay. Warum mache ich denn keinen Schaden? So, war. Oh, das crittet mich auch noch. Natürlich crittet es mich. Und ich bin Para. Das gibt's doch nicht. Ey, diese Paralyse. Das ist einfach nur frech. Ja, genau, Donnerwelle jetzt auch noch. Keine Wirkung auf Iron Hands oder kann. Ach nee, ich kann nicht. Ja! Ist okay, danke für die Fehlermeldung. Darf ich bitte was drücken? Wow! Ey, das ist zum Kotzen. Nein, das will ich nicht. Hydro-Pumpe will ich. Ah! Und genau das ist das Dumme an diesen Raids. Oh mein Gott. So. Hä, warum darf ich denn immer noch nicht Terra kristallisieren? Was? Alter. Paralysieren. Kann eventuell nicht angreifen. Nee, diese Raids sacken einfach. So. Eine halbe Stunde die Animation gucken. Ist halt auch so dumm, ne? Nee. Nee. Naja, Polygon hat saugute Death. Im Gegensatz zum Palkia. Es ist paralysiert. Ich spam die ganze Zeit A, es passiert einfach nichts. Das gibt's doch nicht. Bei mir ist der Raid schon zu Ende. Wie kann denn der bei dir schon zu Ende sein? Ey, das ist so ein Quatsch, diese. Nee. Die Gen 8 Raids waren so viel besser. Ich will das jetzt aber haben. wie kann denn das so beschissen sein? Welf, kann ich dir nicht mein Polygon-Set geben? Ich will das da. Er kann es auch sein lassen, wenn ihr damit okay seid. Ich glaube, ey, diese Raids sind einfach... Also die 6er Raids sind einfach wirklich zum Kotzen eklig. Ich glaube, so schaffen wir den nicht. Schaffen wir. Letzter Try. Okay, wir probieren es nochmal einmal. Ich habe das Passwort wieder im Chat. Wenn es denn mal kommt. Ich glaube, ich habe mich nicht vertippt. Sollte passen. Ich nehme wieder das Bike hier. Das wird schon stimmen. Alter, eine Scheiße. Was hier in einem. Ja, genau, Dragon Kid macht jetzt mal die Ansage, wer was mitnimmt. Ich glaube, du hast doch das Dialga. Ist Dialga nicht Stahl? Ist das nicht schlecht gegen Feuer? Wir haben beide neutral, ne, wegen Dragon. Ich habe keine Ahnung. Plant ihr das mal unter euch. Eigentlich sollten wir alle eine Antipala-Bäre unseren Pokémon geben. Polygon hat Terra Feuer. Stimmt, es hat keine Feuerattacken, aber meint, ja, ist recht.
Die Alge hat über 400 ATK und hast ihm kaum Schaden gemacht. Okay. Das ist schon frech. Alles frech. Was ist das denn? Was ist das denn für ein Pferdchen, Nils? Ja, spannend aus. Nicht nur Pather, die Blätter verbrennt und friert ein, wenn man Pech hat. True. Aber so viel Pech haben wir nicht. Jinx ist doch nett. Nimm Despotar mit Terraboden mit. Ja, das ist dieses Arceus, die Alga. Aber Tita ist immer gut. Mit Despotar mit Boden. Wahrscheinlich dann Step Earthquake mit Tether. Immun gegen Elektro. Ah! True. Das auch, ja. Ja, ja, ja. An die Defensive denke ich immer nicht. Sion, beeilst du dich dann auch mal? 30 Sekunden. Sion? Bei 10 breche ich ab, wenn du nicht da bist, ne? Ah, ne Moment. So, jetzt aber schnell. 20 Sekunden. Ich hoffe, du weißt, wo dein Tyranitar ist. Ich habe trotzdem schon mal überabbrechen, lieber. Okay, da ist Tita. Der sieht doch gut aus jetzt. So. Ah, aber mal gucken. Das ist auch einfach nur dieses blöde Polygon-Z, ey. Da wird doch laufen. Oh, ich habe nicht auf Start gedrückt. Egal. Fängt ja eh von alleine an. Muss doch jetzt mal klappen hier. Das Polygon hat Download. Zumindest was ich in den 6 Sternen hatte. Wir sehen es ja gleich, ob es Schwebe hat. Das wäre witzig. Kann Polygon Z Schwebe haben? Oder generell die Polygon-Reihe? Ich finde diese Pferdeform einfach so witzig. So, Erzwinger. Oh Gott, du hast Sandstorm mitgebracht. Why? Ach du Scheiße. Dauert alles noch länger. Was ist mit diesem Polygon los, ey? Was sind denn die 6er Raids? Stufe Level 90? Level 100? Nee, ich klicke jetzt einfach meine Hydro-Pumpe durch. Habe ich meine erste Hydro-Pumpe gefailt? Ja, ne? Geht schon gut los. Wasser, oh, Wasserwing ist strong. Das ist eine Idee. 75, okay. Oh nee, geh mit deiner Plätte weg. Ja, verfehlt, sehr gut. Kannst nämlich nix, Polygon. Ist kacke. Ja, ja. So, das müsste dann meine dritte sein, die trifft. Und danach müsste ich tethern können. No! Ich bin frozen. Was kannst du dir noch nicht ausdenken? Ja. Soll ich euch anfeuern? Auf die Beine, ich heile euch mal alle. Ist das heilen? Ich hoffe es. Kacke. Am Leben, was? Leerstelle? Du meinst Lebensstelle? Die Leerstelle. Darf ich wieder? Ich darf wieder. Geil. Aber ich darf noch nicht. Ich bin noch nicht tetherbereit. Oh mein Gott. Als ob ich halt wirklich. Warum trifft denn meine scheiß Hydro-Pumpe nicht? Von wegen 80%ige Trefferchance. Ich hab zweimal getroffen, jetzt 60% wohl eher. Ich hab da kein Glück mit diesen nicht 100% Attacken. So. Ja, Bizarro-Raum. Es ist bizarr, gegen dich zu kämpfen so langsam, bis du uns fertig machst. So, Tether, Nutschweif. Wahrscheinlich hätte ich vorher einen Nutschweif machen sollen und jetzt eigentlich die Hydro-Pumpe. Das wäre schlauer gewesen, ne?
Ja, das war nicht dumm. Hätte ich den Tether schneller gehabt und könnte jetzt stärker reinhauen. Ja, war echt dumm von mir. So. Großgreif an. Das war richtig effektiv, ja. Die 2%. Nein, geh weg mit deiner Plätte. Ich sehe schon, dass ich dich wieder einfriere. Nein, nicht Burn. ich heile uns mal, ne? Nein, irgendwer macht das schon. Anfeuern. Auf die Beine. Einer muss heilen. Ja, gerade dabei. Dabei haben gerade alle zu viel geheilt. Kann das sein? So, Ladungsstoß. Geh weg. Hat Pike ja verfehlt. Sehr gut. Darf ich auch mal wieder angreifen? Ich krieg gerade kein Menü, ne? Jetzt, danke. Die Attacke, was? Ich hab verfehlt. Wie? Wir verfehlen gerade alle. Was ist denn los hier? Warum verfehl ich? Deine Lebensstelle macht bei ihm alles ungenau. Ja, aber warum verfehl ich denn? So. Sion, heilst du selbst, oder? Kann ich nochmal? Hier, ich heil nochmal. Wir haben genug Zeit. Wir heilen einfach nochmal. Die Lebensstelle ist eigentlich echt strong, die Idee. Nein. Geh weg. So, stirb jetzt. Ich werde ins Wanken. So, Nassschweif. Auf die Fresse jetzt. Scheißviech. Quatsch. Gott sei Dank. Nice. Ein Crit. Sehr schön. Hat gut getan. Boah. Was ein Drecksvieh. So. Was ist denn der Arsch, der hässlichste Ball? Nee, actually, ich will nicht einen Premierball haben. Hab nur Lebenstropfen gespammt, aber nein, GG, Leute. Wir haben's. Was ein Scheißvieh. Anstrengend. Oh, guck mal, das ist ein Kinderspiel. Ja, ja. Muss hier nur mit, weiß ich nicht, Strategien herkommen, die in jedem Krieg besser wären. Keine Ahnung, fällt jetzt kein Vergleich ein. Du gestresst. Silberkronkorken, 2 Stück. Nett. Na geht, ja, ja. 2 Silberkronkorken, das ist ein schöner Loot. So, Polygon Z. Jei, jei. Los, gib mir deinen Dex-Eintrag. Ne? Dieses Spiel 100 Jahre zum Laden braucht, ey. Polygon Z, das virtuelle Pokémon. Es wurde umprogrammiert, um auch in anderen Dimensionen einsatzfähig zu sein. Dies verlief jedoch nicht so wie geplant. Kannst du dir mal einen Spitznamen geben? Ja, Arschloch. Mistvieh. Jetzt fehlt mir nur noch die Ente. So. Ab zum anderen Raid. Gott. Wo war denn der jetzt nochmal? War der da oben? Ah, ich habe ich wirklich noch nicht. Feuer. Mhm. Haben wir da nicht schon genug? Da vorne ist er. Ein Granitstein. Das war Gesteinsattacken noch erhöhen, ne? Ist am Zielort angekommen. Ja, da oben Funkelstein. Schön. Du musst dir denken, Lebensschelle und Säurespeier gehen auch durch den Tether-Schild. Das ist normale Sachen. Zum Beispiel Heuler nicht tun. Das weiß ich doch nicht. Eder Voltec haben wir dann schon. Sind wir schon voll. I'm sorry. Ich hätte mich jetzt gerade zu viert die mitmachen. Und da ich immer dabei bin. Q1 5P. So. Was hat man gesagt? Da nehme ich Pommod mit. Ich habe kein anderes Kampf-Pokémon ready.
Ich habe so. Ich habe halt nur die Pokémon, die ich in meinem Playthrough hatte. Alles andere, ja. Deswegen für Raids bin ich so ganz schlicht vorbereitet. Ich denke, der Pomo ist sogar super smart. Die Elektroattacken, die höchstwahrscheinlich kommen werden, sind nicht so strong auf mich. Aber mit meinem Kampf kann ich wunderbar gegen den Terra reinballern. Pomo, das ist super. Ja, oder Iron Hands. Ergibt auch Sinn. Richtig. Ja gut, Ogerpon würde ich jetzt vielleicht nicht mitnehmen. Oder ist das Wasserpon? Oder ist das eine andere? Ich kenne die Formen halt nicht. Oh, 6 Sterne Panzer-Aeron. Da würde ich gerne mitmachen. Ich mag Panzer-Aeron. Was für ein Terra hat's? Ist halt Gen 2. Ich bin halt ein Fanboy von Gen 2. Ich kann mir nicht helfen. Iron Hands Bauchtrommel. Ein Ableithieb. Also gerne helfen. Sehr schön. Panzer-Aeron. Halt. Ist ein geiles Vieh. War in meinem Saphir-Playthrough, habe ich damals benutzt, das Kind. So, ja, da ist einfach nur draufhauen. Ne? Was war das, ein Vierer oder ein Fünfer? Komm, wir haben es gerade einen Sechser geschafft. Das schaffen wir jetzt. So. So, Nahkampf, einfach auf die Fresse. Ja, guck, war das schon so viel mehr Schaden als vorher. Ach ja, meine Verteidigung sinkt. Uala. Da war ja was. Wieso hast du Feuerschlag? Ach, leck mich! Leck mich! Das kann doch nicht sein! Instant Burn! Au! Ich heile uns mal. Ah, das gibt's doch nicht! Das gibt's nicht! Wow, einfach wow. Ich hab einfach nur Pech, oder? Komm, es kann doch nicht sein. Vorhin Instant Freeze, jetzt Instant Burn. Schön zweimal eine 10% Chance, direkt getriggert auf First Try. Ist aber nur lächerlich. Oh, ihr seid schon fertig. Oh, geil. Kann ich mitbekommen. Wann habt ihr das fertig gemacht? Wohin, was will ich dich denn? Da passt ja eigentlich nichts. Ja doch, gelb, Flottball. Flottball ist halt... Er ist aber einfach geil. Blau-gelb ist eine geile Farbkombination. Ich wünsche, dass gelb geilere Bälle in grün. Irgendwie mit grünen Sachen, aber die sehen alle irgendwie kacke aus. Ach Gott. Genau, was für ein Tether hatte das Panzer-Aeron? Ich mir da im Vorfeld schon mal was aussuchen, was ich mitnehme. Gott, wie join ich überhaupt anderen Raids? Das weiß ich ja gar nicht. Das war ein Fünfer. Nugget Seetangbärde. Ein Elektropanzer Aeron. Geil. Bin wild. Okay, stehe ich hier gerade irgendwie gut? Gegen Elektro, weil da sind Stahl und Flug dabei. Was nehme ich denn da defensivtechnisch mit? Das heißt aber, wir können es mit Ground angreifen. Ihr wollt ja kennen wir schon den Text. Hatten wir vorhin. Was nimmt man denn da mit? Habe ich irgendein gutes Ground-Pokémon eigentlich? Aktuell nicht im Team. Hatte ich vorher ein Ground-Pokémon? Ich habe überhaupt kein Ground-Pokémon. Ach du Scheiße. Ich habe Zulord, aber das ist Level 55. Ja, das ist jetzt ein bisschen schlecht. Ich glaube, ich kann doch nicht helfen. Ja, ich glaube, ich bin raus. Da kann ich nicht sinnvoll helfen. Ich kann also höchstens Libeldra mitnehmen, Level 63. Ein Palkia, das passt. Oh, das hat Erdkräfte. Ah, okay.